den Darmglück-Podcast, Folge 89. In dieser Episode geht es ums Thema Histaminintoleranz, wie du sie erkennen kannst und wie du sie auch von verschiedenen Seiten angehen kannst. Und hierfür habe ich die liebe Nora Hodeige als Gast bei mir. Willkommen zum Darmglück-Podcast, dein Podcast für Darm, Ernährung, Lebensstil und Mindset. Erschaffe deine Gesundheit von innen heraus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Darmglück-Podcasts. Mein Name ist Julia Gruber und ich bin deine Gastgeberin. Heute geht es ums Thema Histaminintoleranz und mein heutiger Gast, die liebe Nora Hodeige, die hat mal einen Blogartikel bei mir auf der Webseite geschrieben und der ist bis heute immer noch super beliebt und kriegt immer wieder Kommentare und da habe ich gedacht, es macht doch Sinn, mal wieder über das Thema Histaminintoleranz zu sprechen. Und die liebe Nora ist Mindset-Coach, sie ist Expertin für Histaminintoleranz und sie ist auch Trainerin für ganzheitliche Gesundheit. Ich habe sie mal persönlich in Berlin sogar getroffen. Mittlerweile wohnt sie am Bodensee und sie hat ganz viel Erfahrung eben im Thema Unverträglichkeiten, auch aus eigener Erfahrung eben, weil sie selber Betroffene war. Und ich habe mit ihr eben drüber gesprochen, wie sich so eine Histaminintoleranz zeigen kann und natürlich auch, was du dagegen tun kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns danach noch mal kurz. Bis dann! So, ich freue mich sehr, dass ich die liebe Nora Hodeige bei mir zu Gast habe. Herzlich willkommen, liebe Nora, und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig, liebe Julia. Ja, schön, dass wir uns mal wieder sprechen. Du bist ja über deine eigene Geschichte zum Thema Gesundheit und Histamin gekommen. Magst du vielleicht ein bisschen berichten, was damals genau passiert ist, wie es dir gegangen ist und vielleicht auch, wie du so mit der Situation umgegangen bist, als es dir so schlecht ging? Ja, sehr gerne. Ja, mache ich gerne. Ich feiere Jubiläum dieses Jahr, ist nämlich genau 10 Jahre her, 2010. Ja. Ist es mir tatsächlich relativ von einem auf den anderen Tag sehr, sehr schlecht gegangen. Ich weiß es noch genau natürlich. Ich war beim Mittagessen und habe dann während des Essens so eine Panik, also heute weiß ich, ne, es war so eine Panikattacke. Ja. Und damals wusste ich gar nicht, was los ist. Ich war beim Essen, alles war normal. Und habe ich gemerkt, wie ne, mein Körper so, ich habe gemerkt, mein Herz schlägt schneller. Und dann kommt ja, also jeder, der schon mal erlebt hat, erzählt das Gleiche. Ne? Kommt so eine Welle auf dich zu und erfasst dich. Und du weißt gar nicht, was los ist. Mhm. Hab ich gezittert und so. Und dann haben sie da den Notarzt gerufen, ne, weil ich wirklich so einfach vom Stuhl gekippt bin. Und die konnten gar nichts machen. Die haben halt gesagt, naja, ihr Herz schlägt sehr schnell, ihr Blutdruck ist hoch, aber... Die haben mich dann mehr oder weniger wieder nach Hause geschickt. So, beruhigen Sie sich mal, es ist nichts. Also sie können hier halt nichts finden. Und was dann vor allem zurückgeblieben ist, also das hat da angefangen so mit dieser Panikattacke und dann ist so ein Schwindel zurückgeblieben. Mhm. Und dann von dem Tag an ist mir wirklich jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, die ich wach war, schwindelig gewesen. Und das war so ein Schwankschwindel, was natürlich dazu geführt hat, dass, wenn ich gelaufen bin, ich immer das Gefühl hatte, der Boden wackelt. Oh. Was natürlich super unsicher, also ich habe da eine Zeit lang, habe ich es gerade so zum Supermarkt gegenüber wieder nach Hause und so hinsetzen, atmen. Und ich habe alleine gewohnt zu der Zeit, ne? Ich war Studentin, bin gerade ausgezogen in meiner WG und war dann alleine den ganzen Tag. Und diese Panikattacken, das ist sehr regelmäßig. Ich ist mehrmals am Tag manchmal gekommen und hatte, also ich habe es relativ schnell mit dem Essen verbunden. Das hatte fast immer was mit dem Essen zu tun. Mhm. Und ich wusste gar nicht, was ist. Und dann habe ich da Ärzte-Marathon gemacht und war eben zum Studium in Wien, also weit weg von zu Hause. Und hatte da auch noch gar keine Ärzte. Ich war immer zu Hause ein Semester fehlen, wenn irgendwas war, ne, bei meinem Hausarzt zu Hause. Ja. Naja, und dann habe ich da alle Ärzte getestet. Und die haben immer alle gesagt, es ist alles super bei Ihnen. Sie sind total gesund.
Also ne, ich war beim Neurologen, also beim normalen Hausarzt, der hat da noch EKG gemacht, da ist auch nichts gewesen. Dann beim Neurologen, da ist nichts auffällig gewesen. Dann Innenohrtest wegen Gleichgewicht und da ist auch nichts auffällig gewesen. Dann haben sie sogar ein MRT gemacht von meinem Gehirn. Und es war einfach nichts. Also sie haben nichts gefunden. Aber auf der einen Seite hat es mich irgendwie beruhigt und auf der anderen Seite ging es mir ja so schlecht. Ja. Und diese Diskrepanz auch zu spüren. Und dann waren natürlich ganz schnell die Ärzte so, ja, das ist psychisch. Sie haben vielleicht ein bisschen viel Stress im Studium. Na, der Schwindel, das kann schon mal passieren. Jetzt beruhigen Sie sich mal und atmen Sie mal weiter und dann wird schon weggehen. Aber es ist überhaupt nicht weggegangen. Ja. Und diese Anschlüsse war einfach dieser Schwindel. Jeden Tag, also es, egal ob ich gesessen bin oder gelaufen oder gelegen, es hat immer gewackelt. Ne, wie wenn auf dem Boot. So würde ich es mal bezeichnen. Am schönsten war es übrigens auf dem Schiff. Also wenn ich Schiff gefahren bin, hat es nicht gewackelt, weil es hat ja sowieso gewackelt. Das habe ich dann eigentlich ganz gerne gemacht. Naja, also. Und das habe ich dann ein dreiviertel Jahr tatsächlich irgendwie so durchgezogen, bin auch noch zur Uni gegangen und habe gedacht, na, du musst dein Leben einfach weitermachen, das wird schon weggehen. Mhm. Und dann habe ich die Reißleine gezogen und bin nach Hause wieder gegangen zu meiner Mama und habe gesagt, hier, wir müssen erst mal gucken, was hier los ist. Ich muss da irgendwie also zu Kräften kommen, wieder normal leben können. Ich kann da mein Leben momentan gar nicht meistern. Ich kann gar nichts machen alleine und ich hatte natürlich dauernd Angst, dass es mir wirklich sehr, sehr schlecht geht oder es ist mir sehr schlecht gegangen. Ich hatte Angst, ja, dass ich irgendwie umkippe, dass ich ganz alleine da bin in meiner Wohnung. Naja, und dann war ich zu Hause bei meinem Hausarzt und der hat gesagt, ach, wir können doch mal einen Bluttest machen. Das ist ja sehr interessant, dass die 20 Ärzte vorher nicht auf die Idee gekommen sind. Mhm. Und der hat mir dann eine Hashimoto oder so ein Verdacht, Schilddrüse war nicht gut, dann hat er mich zur Expertin geschickt, dann hat die mir eine Hashimoto diagnostiziert, ich war super happy, dass sie was gefunden haben, aber der Schwindel hat nicht aufgehört. Dieses Herzrasen, das ist tatsächlich besser geworden, ich habe dann Eltroxin genommen, aber der Schwindel hat nicht aufgehört. Und dann habe ich zufällig die Tierärztin von meinem Hund getroffen. Also ich war beim Hund beim Tierarzt und die hat dann gesagt, ja, ich bin auch Heilpraktikerin für Menschen, wenn es ihnen nicht so gut geht. Ich hatte irgendwie erzählt, dass es so schwierig ist momentan. Ja, kommen Sie doch mal, wir finden bestimmt was. Und die hat, ich habe ihr meine Symptome gesagt und die hat gesagt, ach, das klingt total nach einer Histaminintoleranz. hier ist die Liste. Das müssen wir mal alles weglassen und dann schauen wir mal in der Woche, ob es besser geworden ist. Und das war so krass, weil ich habe diese Lebensmittel alle weggelassen und es hat wenige Tage gedauert, bis der Schwindel merklich weniger geworden ist und nach ein paar Wochen einfach weg war. Wow. Und das fand ich, das war schon sehr gravierend. Ja. Und hat mich natürlich auch dann, ich fand es dann sehr einfach auch tatsächlich so, erstmal mit diesem Weglassen zu leben, weil es halt der Unterschied von vorher zu nachher war. Welten. Ja. Konnte endlich wieder nach oben gucken und irgendwie ja aus ein bisschen aus meinem Loch und aus den ganzen Ängsten und den schlechten Gefühlen rauskommen. Mhm. Was hast du dann gedacht? Also dass quasi ein paar Nahrungsmittel, so viele sind es ja dann am Ende gar nicht mal, sowas auslösen können? Hättest du das für möglich gehalten? Nee, das hätte ich überhaupt gar nicht für möglich gehalten. Und es ist ja auch so, wenn man, solange man nicht weiß, was ist, also ich habe dann auch irgendwann fast gar nichts mehr gegessen. Ich habe zwar gemerkt, es hat mit dem Essen zu tun, aber ich wusste nicht so wirklich, welche Lebensmittel. Ich habe so ein paar Sachen, ich habe gemerkt, Tomate ist nicht gut. Ne? Das habe ich selber gemerkt. Wenn ich eine Tomate esse, dann ist sofort Alarmzustand. Ja. Also habe ich ein paar Sachen weggelassen. Und dann fängt man ja an, und das höre ich auch immer wieder, man fängt dann auch an, immer mehr wegzulassen, immer mehr wegzulassen, immer mehr wegzulassen. Und irgendwie so fast gar nichts mehr zu essen. Das ist dann schon einfach ein schwieriger Zustand, weil man immer denkt, so, ja, Essen müsste mir doch eigentlich gut tun. Also ich brauche doch was zu essen. Ne? Ich brauche ja Lebensmittel und die Nährstoffe, die da drin sind. Ja. Und dass sowas so krasse Auswirkungen haben kann, jetzt abgesehen von Verdauungsbeschwerden, die sehr unangenehm sind natürlich, aber so auf dieses ganze Herz-Kreislauf-System zu schlagen. So irgendwie, man hat das Gefühl, der Boden wird einem unter den Füßen weggerissen. Ja.
Und was würdest du denn, du hast dich ja dann mit dem Thema Histamin auch beschäftigt und hast da ganz viel drüber gelesen und mittlerweile eben berätst du ja auch Menschen mit Histaminintoleranz. Was würdest du sagen, sind so typische Symptome? Also du hast jetzt ein paar deiner eigenen Symptome aufgezählt. Gibt es noch andere Dinge, wo jemand vielleicht hellhörig werden sollte und vielleicht an Histamin denken sollte? Ja, ich finde, relativ typisch sind auch Hautgeschichten, Hautausschläge, vor allem auch diese roten Flecken, die manche Menschen so bekommen, die eher so hier in dem Bereich stattfinden. Und auch manche haben so die Arme, die dann so mit so roten Quaddeln übersät werden. Also eher so fleckige Geschichten. Ja. Das ist ganz typisch, finde ich, das Histamin, was da ausgeschüttet wird und was diese Reaktion hervorruft. Mhm. Auch bei Menschen, die aufgeregt sind oder Rotwein trinken, die kriegen oft solche Sachen. Ja. Das ist dann immer das Histamin, was da Probleme macht. Mhm. Wie gesagt, die Herz-Kreislauf-Sachen, also auch dieses Blutdrucksystem, was nicht funktioniert. Ne? Entweder ist es zu hoch oder es ist auch zu niedrig. Viele haben auch tatsächlich extrem mit niedrigem Blutdruck zu kämpfen und fühlen sich irgendwie schwindelig und nicht gut und solche Sachen. Dann natürlich Verdauungsbeschwerden, Durchfall, Blähungen, Völlegefühl von bis sozusagen. Ja. Was ist noch typisch? Migräne ist oder Kopfschmerzen sind auch relativ typisch. Also viele stellen dann fest, wenn sie Histamin weglassen, dass einfach so, ach ja, ich habe immer schon so einen Kopfschmerzen gehabt. Und ich war auch zum Beispiel so ein Typ, so in meiner Jugend und Anfang 20er, ich habe bestimmt einmal die Woche Kopfschmerzen gehabt. Und auch dieses ist jetzt nicht mehr da. Ne? Das hat sich dann im Laufe der mit der Histamin-Geschichte sich dann gelegt. Also das haben auch viele, das ist ja einfach so. Also ich finde, man sieht daran ja schon, dass es sehr breit ist. Ne? Ja. Würdest du denn im Nachhinein sagen, auch die Panikattacken hatten tatsächlich mit dem Histamin zu tun oder eher mit dem Hashimoto oder beides? Nee, ich würde im Nachhinein sagen, dass es tatsächlich doch eher mit dem Histamin zu tun hat. Es war vielleicht noch ein bisschen potenziert bei mir, wie auch immer. Aber letztendlich hat das auf jeden Fall mit dem Histamin zu tun. Und das ist auch ein typisches Symptom, was viele erzählen. Ah, okay. Dass das Histamin ja auch im Körper einfach zu Unruhe führt, zu einem erhöhten Blutdruck. Das ist ja auch der Sinn von Histamin. Ne? Also Histamin haben wir ja jeder als Stoff im Körper und wir brauchen das auch. Und es macht ja auch diese Reaktion bei einer Immunreaktion, dass es eben ne, an die Rezeptoren andockt und dann dafür sorgt, dass die Blutgefäße sich erweitern, der Blutfluss schneller wird. Das ist sinnvoll vom Körper. Mhm. Ist aber, wenn es fehlgeleitet ist oder relativ häufig passiert, ja, sehr, sehr unangenehm. Und dann passiert so eine Reaktion irgendwie. Ich glaube, es ist dann so eine Mischung aus Körper und unserem Verstand, der versucht, das einzuordnen. Ne? Also wir fühlen, okay, irgendwie Ich sitze einfach nur und esse und plötzlich kommt so eine Angst hoch oder so, ne, so eine körperliche Reaktion von der Körper gerät in Aufruhr oder in Alarm. Mhm. Ich kann es nicht einordnen, dann kommt die Angst, ne, was passiert gerade? Und dann schaukelt sich das, glaube ich, so ein bisschen hoch und dann sind wir ganz schnell in so einer Panikattacke. Okay. Oder in so einer Panikreaktion. Ja. Und das Schlimme ist ja auch, wenn man das einmal erlebt hat, das ist ja so unangenehm, dass man das nicht mehr erleben möchte. Und dann hat man Angst vor der Angst, ne? Ja. Und dann ist man schneller drin, als man raus ist, leider. Ja. Ich denke, Histamin ist ja auch so ein Zeichen von Stress im System, ne? Also so eine, ja, eigentlich wie ein Ventil, was dann quasi hochgeht. Und würdest du sagen, dass Histamin quasi Stress auslöst? Oder ist eher der Stress, den wir vielleicht auch im Leben haben, mit ein Auslöser für so eine Histaminintoleranz? Ja, also meiner persönlichen Beobachtung sozusagen über die letzten Jahre ist es eher so rum, dass der Stress, den wir haben, der sich ja oft über Jahre anstaut, ne, Drucksituationen, die wir uns schaffen, Stress, den wir dauerhaft haben, den die meisten Menschen ja einfach auch gar nicht verarbeiten. Ne? Man lebt mit dem Stress und das ist normal und irgendwann ist es einfach zu viel für den Körper. Und irgendwann hat er sich so aufgeschaukelt, dass er dann mit diesen explosionsartigen Reaktionen, also dann die Reaktionen passieren. Entschuldigung. Eigentlich sollte ja der Mann aufs Baby aufpassen, aber es läuft hier frei rum. Okay, in der freien Wildbahn.
relativ ruhig. Und genau, dann macht das dieses, dann kommt so diese Überreaktion. Ich glaube, das ist, also meiner Erfahrung nach tatsächlich eher so, dass dieser Stress, den wir nicht verarbeitet kriegen im Körper, dann das Histamin erhöht und dann explodiert das so. Ja. Also hatte der Arzt unbewusst vielleicht auch recht, der gesagt hat, das ist alles psychisch. Total, total. Aber das will man in dem Moment gar nicht hören. Das will man gar nicht hören. Und das führt ja auch zu der Reaktion, dass man da sitzt und denkt so, nein, ich bin aber wirklich krank. So, ja. Und das, naja, das sehe ich das auch Problem ganz ist voll. Ja, dass einem sowas manchmal an den Kopf geworfen wird und eigentlich auch falsch gemeint ist. Ne? So quasi, sie bilden sich das eh alles nur ein und da ist genau, ja. Genau. Oder so nach dem Motto, jetzt gerade ist vielleicht ein bisschen stressig in der Uni. Aber das ist ja gar nicht der Stress, um den es geht. Es geht ja vielmehr um diesen jahrelangen, also ich habe ja dann auch angefangen, ganz viel in meinem Leben aufzuräumen und zu gucken, zu schauen, um festzustellen, okay, wo ist eigentlich dieser Stress? Das ist nicht, ich habe hier mal 2 Wochen Prüfungsphase, sondern es geht vielmehr um größere Themen, ne? Um Lebensentscheidungen. Führe ich eigentlich das Leben, was ich wirklich möchte, oder tue ich kontinuierlich mich selber oder meine Bedürfnisse unterdrücken? Ne? Arbeite ich eigentlich viel zu viel für andere oder kümmere mich zu viel um andere als um mich selber? Solche Themen sind, glaube ich, eher das, was wirklich uns so viel Stress macht, dass es sich so anstauen kann. Ja. Ja. Und süß finde ich ja auch immer Ärzte, die dann sagen, ja, das ist psychisch. Das ist so, als wenn man das, also was soll ich dann damit machen? Ne? Also ich meine, dann brauche ich ja trotzdem Hilfe. Also ja. Finde ich ja so nett, wenn die dann so, das ist psychisch, gehen sie mal wieder und dann denkst du, ja, aber dann erst recht brauche ich doch jemanden, der im besten Fall mich irgendwie da durchleitet. Ja. Was würdest du denn sagen, also wenn jetzt jemand heute zu dir kommt und eben auch so Symptome hat wie du damals oder du denkst mal, das hat mit Histamin zu tun. Was würdest du so einer Person raten, was ist als erstes zu tun? Also als erstes sind schon so die standardkörperlichen Maßnahmen zu tätigen. Weglassen. Weglassen von histaminhaltigen Lebensmitteln unbedingt. Ja. Und auch für mehr als für 1 oder 2 Wochen sehe ich immer, dass die Leute sagen, ja, aber ich mache schon 2 Wochen, ist noch nicht besser geworden. Es braucht schon, man darf dem Körper schon Zeit geben, sich daran auch zu gewöhnen, dass er das Histamin nicht mehr bekommt und dass er vielleicht das, was schon im Körper ist, auch irgendwie abbauen lernt. Also weglassen von histaminhaltigen Lebensmitteln und auch denen, die wir als Liberatoren bezeichnen, ne? Die den Körper dazu bringen, Histamin auszuschütten. Ja, kannst du vielleicht ein paar aufzählen, so die wichtigsten? Ja, also die histaminhaltige Lebensmittel sind vor allem Lebensmittel, ne, die lange reifen oder die haltbar gemacht werden. Käse ist da ganz typisch, je härter oder je länger gereift, umso mehr Histamin. Bei Alkohol und Wein zum Beispiel ist es ja genauso. Ne? Der Rotwein hat sehr viel mehr Histamin als die anderen Alkoholiker. Je heller, je klarer, umso weniger Histamin. Ja. Und Obst, ne, so Sorten wie Banane, Avocado, Sachen, die einfach sehr schnell verderben. Im Verdärmungsprozess entwickelt sich einfach sehr viel Histamin. Alles, was irgendwie geräuchert, gepökelt, eingelegt, fermentiert ist, entwickelt im Prozess Histamin. Und dann gibt es eben die Histamin-Liberatoren, ne, die den Körper einfach so triggern, dass er dann Histamin ausschütten muss oder ausschüttet. Das sind auch Lebensmittel, die sozusagen Stress verursachen, wie sehr scharfe Lebensmittel, die das dann triggern. Ne? Und genauso ist aber Stress von außen oder Stress von innen, wie auch immer, auch ein Histaminliberator. Auch jede Art von körperlicher Anstrengung, also Ausdauersport oder sehr anstrengende Tätigkeiten, können bei empfindlichen Menschen eben auch dazu führen, dass man Histamin ausschüttet. Ja, okay. Also gut, das heißt, erstmal weglassen. Erstmal weglassen, genau. Genau. Und leider ist das mit dem Weglassen, also das ist zwar hilfreich, aber nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt zielführend, wenn man sozusagen wieder gesund werden möchte. Also nur weglassen alleine ist dann letztendlich nicht. Also wichtig, aber nicht, nicht das einzige Mittel. Nicht das einzige, genau, vielleicht kann man das so sagen. Und man will ja auch, also ich wollte zumindest nicht
ich meine, ich war 25, ich wollte jetzt nicht den Rest meines Lebens alles immer weglassen müssen. Ja. Also es ist ja schon relativ einschränkend, weil es so aus so verschiedenen Lebensmittelgruppen einzelne Lebensmittel sind. Man kann ja jetzt nicht sagen, man lässt einfach die Milchprodukte weg. Das ist relativ einfach, finde ich, so von der Handhabung. Ist auch nervig natürlich, aber so. Also ich fand jetzt weglassen als Therapieform für immer sozusagen, wäre jetzt auch nicht mein Ziel gewesen. Also weglassen und dann müssen wir auf jeden Fall uns um den Darm kümmern. Ja. Also der Darm ist immer angeschlagen, wenn man eine Histaminintoleranz hat. Das kann oft die Ursache auch tatsächlich sein. Ich glaube, es gibt so Zahlen, ne? über 70% der Betroffenen ist es tatsächlich auch die Hauptursache oder die körperliche Hauptursache. Ja. Und er ist immer angeschlagen. Wir müssen immer gucken, dass wir uns um ihn kümmern. Und das ist ja auch eigentlich ganz spannend, finde ich, wenn man so im Normalo-Leben kümmert man sich nicht so viel um seinen Darm und dann darf man halt auch lernen, ja, was ist gesundes Essen? Was ist für meinen Körper, für meinen Darm tatsächlich gutes, gesundes Essen, was er schön verarbeiten kann, ne? was nicht noch zusätzlich zu Entzündungen führt? Wie koche ich frisch mit frischen Lebensmitteln? Und wie koche ich überhaupt? Und worauf muss ich achten, wenn ich einkaufen gehe? Ne? Dass keine Zusatzstoffe drin sind, dass keine Konservierungsstoffe, jede Form von deklarierten Stoffen drin ist. Mhm. Und so, das ist für viele Menschen eine extreme Umstellung. Und andererseits, denke ich, ist auch eigentlich eine schöne Möglichkeit, halt sich rundum ein bisschen gesünder zu ernähren und zu sein. Ja. Ja. Und darüber hinaus dürfen wir dann lernen, dass Nahrung ja auch nicht nur Lebensmittel sind, sondern auch die Art, wie wir, mit welchen Menschen wir uns umgeben, in welcher Umwelt wir leben, wie wir eben mit unserem Stresspotenzial oder unserem Stressmanagement umgehen. Also diese Sachen sind auch Nahrung, ne? Oder haben auch damit zu tun, alles, was sozusagen in uns reinkommt, auf welcher Ebene, durch welche Öffnung, auch immer, macht immer irgendwas in unserem Körper. Ja. Und da dürfen wir auch lernen, auch da achtsam zu sein. Richtig. Und ich glaube, du hast dich ja jetzt auch so über die Jahre hinweg auch auf dieses Thema noch besonders fokussiert, ne? Was machen unsere Gedanken, also wenn wir gerade über Achtsamkeit sprechen, ne? Was machen unsere Gedanken in unserem Körper oder eben was haben sie auch für einen Einfluss auf unsere Gesundheit? Und ich glaube, wenn man mal das mit der Ernährung so einigermaßen im Griff hat, also ich denke auch, das ist wirklich der wichtigste Ort, um zu starten, Ernährung und Darm. Aber wenn das mal so läuft und man so ein bisschen weiß, wie der Hase läuft, wie man so schön sagt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, eben auch mal zu gucken, wie lebe ich mein Leben, ne? Was denke ich und wie kann ich da vielleicht auch was ändern. Ne? Es ist ja für viele Leute neu, dass man seine Gedanken ja auch einfach ändern kann. Das ist tatsächlich sehr neu und es ist ja auch... Also es ist auch nicht so einfach, ne? Es ist ja auch tatsächlich ein Prozess, den man, für den man sich entscheiden darf und dann darf man ihn Schritt für Schritt gehen, dass man, eigentlich finde ich, ist das größte Stressmanagement, was wir machen können, uns klar zu machen, dass wir entscheiden können, was wir denken wollen. Mhm. Und dass wir sozusagen den einen Gedanken vor dem anderen wählen dürfen, indem wir sagen, ja, den möchte ich lieber und den werde ich jetzt so etablieren, dass er tatsächlich Teil meiner DNA oder Teil meines Gedankenkonstrukts, meiner Grundüberzeugungen wird und Teil von mir selber ja dann. Und was ich auch immer interessant finde, ist, also wir sind ja, ich meine, man sieht es ja schon, ne? Mein Kopf ist ja hier und der ist ja ein Teil meines Körpers, also ich meine, ne, verbunden. Das ist alles, was wir denken, geht original in unseren Körper. Also jeder Gedanke sendet ja auch eine Botschaft aus, eine neurologische Botschaft über das zentrale Nervensystem und geht in unseren Körper rein, in jede Zelle rein. Und wenn ich mir halt sowas erzähle wie, ich bin nicht gut genug, mein Körper ist schlecht, mein Körper will mich nur ärgern, mein Körper ist doof, weil er nicht macht, was ich möchte, das hört er. Das hört er eins zu eins die ganze Zeit. Und das ist sehr, sehr schwierig, aus einer Situation, einer Erkrankung rauszukommen, wenn wir uns die ganze Zeit erzählen, dass der Körper nicht mitmacht oder dass er doof ist oder dass er nicht gut genug ist oder dass wir ihn nicht mögen.
Ne? Und andererseits möchten wir aber gerne wieder gesund werden. Und dann haben wir diese große Diskrepanz, die dann entsteht. Der Körper hört die ganze Zeit, dass er das nicht kann und dass er nicht gut ist und dass es ihm sowieso schlecht geht und dass er sowieso nur Dinge macht, um uns zu ärgern. Und auf der anderen Seite möchten wir aber gerne, dass er wieder gesund wird. Ja. Und dass wir lernen dürfen, ihn eben auch mit unseren Gedanken, uns selber und unseren Körper zu unterstützen und zu in eine gute Richtung, eine positive Richtung zu lenken. Ja. Und wie geht man da vor? Also muss man, wie erkennt man überhaupt, was man ständig denkt? Das ist, glaube ich, die größte Kunst. Also in der Vorgehen erstmal beobachten und herausfinden und kennenlernen, was man eigentlich wirklich denkt. Wir denken ja 50.000 Gedanken am Tag und wir können die ja gar nicht, also die denken wir ja gar nicht bewusst, ne? Die wenigsten Gedanken denken wir bewusst. Und ich finde natürlich im Gespräch, ne, wenn man zu einem Coach geht und jemanden, der kommunikationstechnisch ausgebildet ist, da kommt man schon relativ schnell dann auch an diese Gedanken, die so stark sind, ne, die wir Glaubenssätze nennen, auf die wir unser Glaubenskonstrukt oder alle unsere anderen Gedanken sozusagen aufgebaut haben, ne, dieses Fundament. Da können wir dann schon hinkommen, indem wir einfach Dinge abtragen und immer mehr reinschauen, okay, wo sind denn die starken Glaubenssätze, die uns abhalten? Und dann zusätzlich ist es auch einfach eine tägliche Praxis, die wir üben dürfen, dass wir immer mal wieder innehalten und uns selber fragen, so, was denke ich eigentlich gerade? Oder wo bin ich gerade in meinen Gedanken? Dieses so eine Art Check-in zu machen, so, wo bin ich gerade? Und dann stellen wir auch fest, wenn wir das regelmäßig machen, dass wir selten in der Situation sind, in der wir gerade sind. Dass wir ganz häufig über etwas anderes nachdenken oder uns Sorgen machen um jemanden oder was später passiert. Oder eben darüber nachdenken, warum der Körper oder dass der Körper jetzt bestimmt gleich wieder so und so oder warum der jetzt schon wieder. Und einfach auch zu lernen, so bei sich zu sein, in der Situation zu sein, bringt ja ganz, ganz viel Entspannung, ne? diese Achtsamkeit zu üben. Und ich finde, da kann man eben ganz klein anfangen mit diesem, okay, wo bin ich gerade? Wo sind meine Gedanken? Und dann lernt man, am besten schreibt man es dann auf. Ne, was ist jetzt gerade für ein Gedanke gewesen? Ja. Oder 1, 2, 3 Gedanken. Und wenn man das regelmäßig macht, sieht man ja da auch gewisse Muster. Und man kommt gewissen Themen näher und stellt dann fest, so, oh, da ist vielleicht die ein oder andere Sache, die mich doch relativ beeinflusst, weil ich sie immer wieder denken kann, weil sie immer wieder aufkommt. Ja. Und was ich auch feststelle bei Menschen, denen es schon länger schlecht geht oder die länger krank sind, die haben halt ganz oft auch, kommt so eine Hoffnungslosigkeit dann auch. Mhm. Ne? Die in ihren Gedanken, wenn man so nachfragt, sich dann auch gar nicht mehr vorstellen können, wie es ist, wieder gesund zu sein. Oder wie es ist, gewisse Symptome loszuwerden. Und auch daran darf man dann ja arbeiten, weil das braucht man schon. Ne? Also um tatsächlich wieder rauszukommen aus diesen ganzen Symptomen und Beschwerden, darf man schon diese Hoffnung in sich selber wiederfinden. Ja. Also würdest du vorschlagen, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen aufs Vorgehen zurückkommen, eben erstmal Ernährung umstellen, dann Darm in Ordnung bringen und dann eigentlich sich seinen Gedanken widmen und gucken, was denke ich die ganze Zeit und dann gucken, wie kann ich das ändern, um quasi meinen Körper auch von der Seite her zu unterstützen, dass er sich wieder heilen kann. Genau, ja. Genau. Okay. Und ich finde, also beim was denke ich eigentlich, Prozess kommt man ja ganz häufig auch an solche Themen wie, ist das Leben, wie ich es mir aufgebaut habe, überhaupt gut für mich? Und ist das, wie ich gerade lebe, und wie ich denke, macht mir das so viel Stress oder ist es zielführend für meine Gesundheit? Ja. Und da häufig festzustellen, dass es eben nicht so ist und dass wir gewisse Dinge einfach dann für uns ändern dürfen. Ja. Um überhaupt dann Entspannung oder neue Gedanken überhaupt möglich zu machen. Ja. Würdest du denn jetzt aus deiner Erfahrung sagen, oder erzähl doch mal, wie es dir heute geht, also gibt es Hoffnung, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ich habe Histamin und ich habe all diese Symptome oder ich weiß schon, dass ich ein Histaminproblem habe, kann man da wieder rauskommen?
Ja, also ich glaube das ganz fest. Ich habe das selber erlebt. Ja, schon seit über 5 Jahren habe ich keine Histaminintoleranz mehr. Mhm. Also keine Symptome. Ich kann alles essen. Man kann das gar nicht mehr nachweisen, nicht mehr sehen, nicht mehr. Der Darm ist völlig in Ordnung. Super. Und deswegen sage ich immer, ja, es gibt Hoffnung. Also ich bin der lebende Beweis. Und ich habe eben schon einige Menschen durchbegleitet und ich sehe immer, dass wirklich diese Arbeit mit den Gedanken und mit dem Mindset, das ist für ganz viele so ein, da macht es dann so einen Riesensprung. Mhm. Ne, vorher ist es wird besser mit dem, ne, vielen ist mit vielen Symptomen schon geholfen, wenn sie weglassen. Viele Symptome werden besser, wenn sie den Darm in den Griff kriegen. Und dann fallen aber viele, ne, dann fällt man so manchmal zurück oder dann kommt irgendwas und dann fällt man zurück und dann kommen die Symptome wieder. Und wenn wir dann anfangen, eben immer im Mindset zu arbeiten, mit den Gedanken zu arbeiten, dann macht das manchmal so ein, und dann hat man so ein Level erreicht, wo man nicht mehr zurückfällt, sondern man hat einfach so ein Level erreicht, wo es dann wirklich besser werden kann. Ja. Das, ich weiß, dass man sich das, also ich war ja auch da und man kann sich das ganz oft, wenn man in der Situation ist, nicht vorstellen, was das jetzt bringen soll. So, ne? Man denkt so, hä, mein Körper ist doch krank. Ne? Ist alles psychisch? Nein, mein Körper ist krank. Mein Körper ist auch krank, ja. Aber es ist halt ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren und ich darf eben auch an meiner Psyche oder meiner mentalen Gesundheit arbeiten, genauso wie an meinem Körper. Ja, ja. Genau. Das sage ich ja auch immer mit meinem Darmglückprozess. Also das ist halt tatsächlich, es gehört zusammen. Und ich glaube, je länger man sich mit dem Thema Ernährung und Gesundheit beschäftigt, man kommt an diesem Thema Gedanken und Mindset eigentlich gar nicht vorbei. Ne? Mhm. Und wie machst du das mit deinen Kunden? Also du hast, glaube ich, ein Coaching-Programm, wo du das dann, wo du die Kunden durchführst, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, genau. Ich habe ein Coaching-Programm und ich habe es Denk dich gesund genannt. Um das so ein bisschen klar zu machen, worum es tatsächlich geht. Und ich habe auch verschiedene, ich sage mal, Vorprogramme, die sozusagen den Körper abdecken. Aber am liebsten oder persönlich arbeite ich mit den Menschen dann tatsächlich, wenn sie schon ein bisschen weiter sind in dem Prozess von, ne, wir schauen uns die Gedanken an. Also wir machen wirklich den von ganz Anfang. Ne? Wir schauen erstmal, okay, was denkst du so? Wir kommen erstmal dem Ganzen auf die Schliche. Wir finden deine starken Glaubenssätze, die eben nicht auf deine Gesundheit einzahlen. Und dann gehen wir ganz langsam Schritt für Schritt den Prozess durch. Was darf sich jetzt verändern? Wie veränderst du auch deine Gedanken? Dann, ne, tatsächlich auch eine tägliche Routine, eine tägliche Praxis zu etablieren, die immer mehr hilft, dass man tatsächlich seine Gedanken verändern kann. Ne? Ganz viel mit Achtsamkeitsübungen. Und was ich immer mache, ist am Thema, ich bin nicht gut genug zu arbeiten, weil ich habe festgestellt, das hat jeder. Das hatte jeder. Und da kommt man, manchmal kommt man eh da relativ schnell hin und manchmal nicht. Und ich nehme es immer mit auf, weil ich immer sage, das, ja, das ist Grundlage. Ja. Und wenn man es nicht vorher hatte, kommt man im Prozess der Erkrankung dahin, ne? Selbst wenn man nur, mein Körper ist nicht gut genug, sagt. Ja. Ja, genau. Und dann habe ich habe sozusagen ein kurzes Programm, dann arbeiten wir 6 Wochen zusammen, aber am liebsten nehme ich mir die Zeit gemeinsam mit meinen Klienten, ne, dass wir 3 Monate zusammenarbeiten können, um wirklich auch so stark aufgestellt zu sein, dass man dann auch alleine weiterkommt. Ja, ja, klasse. Und wo findet man dich, wenn man dich sucht? Ja, man findet mich auf meiner Internetseite leben-mit-ohne.de. Mhm. Und da am liebsten auf mit mir arbeiten, ne, dann kann man dieses Denk dich gesund Programm sich nochmal in Ruhe durchlesen, wenn man möchte, und hat da auch die Möglichkeit, mir eine Nachricht zu schicken. genau. Also das werde ich sehr gerne in den folgenden Notizen auch verlinken. Gibt es irgendwas, was du zum Schluss meinen Hörerinnen und Hörern noch gerne mit auf den Weg geben möchtest, was wir vielleicht vergessen haben zu erwähnen oder was es noch braucht, um vielleicht den nächsten Schritt zu tun? Ich finde schön, wenn man sich klar macht, dass Gesundheit ein Prozess ist. Wir fangen irgendwo an und dann dürfen wir Schritt für Schritt immer weitergehen. Und letztendlich ist es ein Prozess, der einen immer mehr zu sich selber führt.
empfinde ich so. Ne? Gesundheit ist der Weg zurück zu dir sozusagen. Ja. Und das finde ich ein schönes Bild und hilft vielleicht auch dann tatsächlich anzufangen, wenn man denkt so, ist das jetzt, ne, ist es viel Arbeit oder mag ich das überhaupt machen? So, ja, aber es hilft dir wirklich wahnsinnig viel, weil du kommst immer mehr bei dir an und du wirst immer mehr wissen, wer du bist, immer mehr wissen, was du wirklich in deinem Leben möchtest, immer klarer werden und entspannter werden. Mhm. Das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Klasse. Ja, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch, liebe Nora. Ja, danke dir. Und ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Das machen wir auf jeden Fall. Super, bis dann. Bis dann, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, das war also unser Interview. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und hat dir auch Mut gegeben und nochmal gezeigt, wie viel möglich ist, dass auch Menschen, die wirklich gesundheitlich sehr am Boden liegen, kann man fast schon sagen, weil wenn du täglich Schwindel hast, ist es ganz schrecklich. Aber wie das eben auch wieder rückgängig gemacht werden kann, ich hoffe, das hat dich inspiriert und zeigt dir eben auch nochmal, wie wichtig Lebensstil, Gedanken, Ernährung und so weiter sind und eben auch, wie wichtig ist, dass das alles zusammenspielt. Und wenn dich das inspiriert hat und du vielleicht jetzt sagst, oh, ich möchte so gerne auch mich wieder richtig wohlfühlen in meinem Körper, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das der Darmglück-Online-Kurs, der jetzt gerade seine Türen wieder geöffnet hat, für dich ein Thema sein könnte. Und ich lade dich ganz, ganz herzlich ein. Schau dir doch einfach auf www.darmglück.com und Darmglück schreibt man mit Ü. Dann schau dir da einfach mal den Kurs an. Und ich glaube jetzt gerade im Moment, wenn du diese Folge sehr zeitnah hörst, wäre wirklich eine tolle Gelegenheit, mit dabei zu sein. Denn wir haben ein paar Specials dabei, wie zum Beispiel Online-Yoga-Kurse einmal pro Woche und einmal pro Woche sogar ein Live-Call mit mir, wo du Fragen stellen kannst. Normalerweise mache ich das nicht einmal wöchentlich und in den nächsten 6 Wochen gibt es das eben einmal pro Woche. Und ja, schau es dir einfach an und ich würde mich mega freuen, wenn du mit dabei bist. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne oder hinterlass mir eine Voicemail. Bei uns auf der Webseite gibt es die Möglichkeit, eine Voicemail zu hinterlassen und wir melden uns dann so schnell wie möglich bei dir. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen restlichen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das hörst und freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dann! Danke, dass du dir diese Folge des Darmglück-Podcasts angehört hast. Weitere Details und die Shownotes findest du auf www.gruber-ernährung.ch.